Ich möchte noch ein Schriftwort lesen aus Lukas 22. Lukas 22, wir lesen die Verse 7 bis 23. Lukas 22, 7 bis 23. Es kam nur den Tag der ungesäuerten Brote, an dem man das Passa opfern musste. Und er sandte Petrus und Johannes und sagte, geht hin, bereitet uns das Passa, damit wir es essen. Sie aber sagten zu ihm, wo sollen wir es vorbereiten? Er sagte zu ihnen, seht, wenn ihr in die Stadt hineinkommt, wird euch ein Mensch begegnen, der einen Krug mit Wasser trägt. Folgt ihm in das Haus, wo er hineingeht, und sagt zum Hausherrn, der Meister lässt dir sagen, wo ist das Gastzimmer, in dem ich mit meinen Jüngern das Passa essen kann? Und er wird euch einen großen Saal zeigen, der mit Polstern versehen ist, dort bereitet es vor. Sie gingen hin und fanden es, wie er ihnen gesagt hatte, und bereiteten das Passa vor. Und als die Stunde kam, setzte er sich nieder und die 12 Apostel mit ihm. Da sagte er zu ihnen, mit Sehnsucht habe ich mir gewünscht, dieses Passa mit euch zu essen, bevor ich leide. Denn ich sage euch, dass ich nicht mehr davon essen werde, bis es erfüllt wird im Reich Gottes. Und er nahm den Kelch, dankte und sagte, nehmt ihn und teilt ihn unter euch. Denn ich sage euch, ich werde nicht vom Gewächs des Weinstocks trinken, bis das Reich Gottes kommt. Und er nahm das Brot, dankte und brach es und gab es ihnen und sagte, das ist mein Leib, der für euch gegeben ist, das tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Doch seht, die Hand meines Verräters ist mit mir auf dem Tisch. Der Menschensohn geht zwar dahin, wie es beschlossen ist, doch weh dem Menschen, durch den er verraten wird. Und sie fingen an, sich untereinander zu befragen, wer von ihnen es wohl wäre, der das tun würde. Ich habe die Botschaft überschrieben heute Morgen, die Verordnungen des Herrn. Was heißt die Verordnungen? Das ist das, was der Herr verordnet hatte. Das, was der Herr geboten hatte zu halten. Das sind die Dinge, denen wir als Kinder Gottes, als seine Kinder nachgehen sollen, damit wir alles erfüllen, was Gott uns befohlen hatte. Und ich möchte eingehen auf den Vers 14 mehr. Und es heißt, und als die Stunde kam, setzte er sich nieder und die 12 Apostel mit ihm. Als die Stunde kam. Als ich mir so die Gedanken machte, wie die Stunde wohl ausgesehen hatte. Welche Atmosphäre da gewesen ist, als die Stunde kam. Das sagt doch uns aus, dass Jesus auf diese Stunde gewartet hatte. Es sagt aus, dass es ging eine Zeit und Jesus wartete auf die Zeit, auf die Stunde, als er mit seinen Jüngern noch einmal das Passafest feiern würde. Ich gehe davon aus, wir wissen alle, was das Passafest bedeutete, ja? Und was das auch sagt uns, ja. Und Geschwister, als diese Stunde gekommen ist, wusste Jesus, dass es die letzte gemeinsame Stunde jetzt vor dem Tod, natürlich letzte Stunde noch, die er mit den Jüngern zusammen sein wird, ja, dieses Passa zu feiern, dass er jetzt nach dieser Stunde in den Tod gehen würde. Und für die Jünger müsste das, denke ich, so ausgesehen haben wie immer. Das war sicher nicht das erste Mal, dass sie das Passa feiern. Und
Es wurde auch nicht das erste Mal organisiert. Und für sie war das ein normales Fest, wie immer wieder. Ja. Und jedes Mal, wenn die Zeit kam zum Passafeiern, ja, versammelten sich die Jünger mit Jesus. Und sie feierten das nach den Geboten und Satzungen, die Gott noch durch seinen Diener Mose ihm befohlen hatte, wie sie es halten würden, was sie dann beachten sollten und wie es gehen sollte. Und doch war diesmal etwas anders. Doch war dieses Fest diesmal etwas anders. Und Jesus sagte zu ihnen, Vers 15, mit Sehnsucht habe ich mir gewünscht, dieses Passa mit euch zu essen, bevor ich leide. Geschwister, das war Jesus Herzensverlangen. Wissen wir, was Sehnsucht ist? Ja? Das ist das, was wir uns sehnen. Es ist ein Sehnen, das ist so ein tiefes Verlangen, dass das kommen mal sollte. Ich kann mich erinnern, noch, als ich noch im Dienst gewesen bin, wie wir uns alle gesehnt haben. Und was interessant ist, je näher die Stunde kam, dass uns gesagt worden, jetzt kannst du abreisen, desto hat man sich mehr gesehnt. Wisst ihr, man hat sich das alles so vorgestellt. Ich weiß, wie es mir gegangen ist. Ich weiß nur, bis jetzt der letzte Abend dort in der Kaserne. Und es wurde gesagt, morgen um 8 Uhr ist dein Zug. Wie ich dann in die Nacht gewesen ist, ja. Es war so eine Freude und so ein Verlangen, die Stunde möge doch schneller kommen, ja. Und man hat es kaum ausgehalten, bis wir in den Zug eingestiegen sind. Das war die Sehnsucht, das war das Verlangen. Und Jesus sagt mit Sehnsucht, er hat so ein Herzensverlangen, Wunsch gehabt, wisst ihr, wie eine Gemeinschaft miteinander zu haben. Natürlich hat er noch was vorgehabt, aber ich glaube, er hat ihn so verlangt, noch einmal mit seinen Nächsten zusammen zu sein, an dem Tisch zu sitzen, an dem Tisch zusammen zu beten. Wisst ihr, Geschwister, das ist das, nach was wir uns ausstrecken müssen, als Geschwister. Das ist das, was uns nie verloren gehen sollte. Das ist das, Geschwister, was in unserem Herzen tief sein sollte. Ein Sehnen miteinander. Mit Sehnsucht habe ich gewünscht, dieses Passa mit euch zu essen. Geschwister, diese Sehnsucht, dieses Verlangen, zusammen zu sein. Zusammen zu sein, weil man weiß ja nicht, ob es morgen mir noch vergönnt wird zu sein. Wir wissen ja nicht, ob wir am Mittwoch oder nächsten Sonntag alle noch zusammen sein können. Wissen wir nicht. Und darum, Geschwister, ist es so wichtig, dieses Sehnen, dieses Verlangen in unserem Herzen haben. Und wenn 3 Tage vorbei sind, dass das Sehnen dann größer wird und den Tag vor der Versammlung ist, des Gottesdienstes zu verlangen, so ist, jetzt muss ich gehen. Ich habe mal gehört von einer Schwester, die schon älter gewesen ist und die hat schon so Gedächtnisverlust gehabt, ich sage mal so. Sie hat immer wieder vergessen und natürlich, dass die Krankheit schreitet ja fort. Und für sie war, die Kinder haben erzählt, wenn sie am Morgen aufgestanden ist, haben sie plötzlich gesehen, sie ist angezogen, heute ist doch die Versammlung, heute ist doch der Gottesdienst. Wisst ihr, sie hat nicht viel behalten können, aber was ihr geblieben ist, das, was sie bis dahin immer gehabt hatte, diese Sehnsucht, miteinander zu sein, diese Sehnsucht, in der Gemeinschaft mit den Kindern Gottes sein, das ist ihr ausgeprägt geblieben, obwohl sie immer vergessen hatte. Und sie sagen, sie hat sich immer wieder sauber angezogen am Sonntag und gesagt, heute ist doch. Und da musste sie ihr erklären, nicht heute. Ja, sie war dann enttäuscht. Aber Geschwister, und Jesus hat ein Sehnen gehabt, mit ihnen zu sein. Etwas später, Stunden später, wollte Jesus wiederum allein sein. Wir denken jetzt an die Zeit, als er
gegangen ist, um zu beten, im Gethsemane. Und er nimmt dann drei mit sich. Er wollte jetzt dann nicht mehr schon alle haben, aber er nimmt diese drei mit sich. Uns wird immer wieder gezeigt, dass Jesus mit diesen drei, Petrus, Johannes, Jakobus, irgendwie mehr so zusammen gewesen ist. Sogar als er auf dem Berg der Verklärung gewesen ist, hat er ihnen dann gesagt, aber wisst ihr, ihr drei, erzählt doch noch das niemandem, ja? Er wollte nicht, dass die anderen Jünger irgendwie so im Herzen so ein Unwohl haben würden gegen diese drei. Die drei hat er genommen und mich nicht. Geschwister, es ist so ein wichtiger Gedanke für unser geistliches Leben. Der darf etwas und der andere nicht. Im anderen gibt man ein Gedicht, im zweiten nicht. Natürlich verschiedene Gründe. Aber Geschwister, es sagt doch uns, dass Jesus auch mit zu diesen drei noch ein vielleicht tieferes so Verlangen hatte gehabt, mit ihnen zusammen sein. Aber als er gekommen ist, um zu beten, dann sagt er, wisst ihr was, ich will allein gehen. Ich will allein noch einmal vor meinem Vater treten. Ich will noch einmal dahin gehen, es heißt in Steinwurf, ja, ein Stück weiter weg, dass er ganz allein, ungestört, noch zu seinem Vater beten kann. Sie wissen, was er gebetet hatte. Ja, es ist nicht heute der Gedanke. Ja. Aber Geschwister, so ist das Sehnen gewesen. Das Sehnen zusammen sein, das Sehnen vielleicht noch mit manchen Geschwistern, die so vielleicht ein bisschen irgendwie näher einem stehen. Und das Sehnen auch allein mit Gott zu sein. Und es kann immer so eine Stunde für uns kommen. Es kann immer eine Stunde kommen, Geschwister, Tage oder Stunden, in denen wir eine Sehnsucht verlangen, auch nach vielleicht mit einem oder anderen zusammen sein, wo wir unser Herz ausschütten können. Wisst ihr, es ist so wichtig, dass wir jemanden haben oder dass wir wissen, wenn wir hierher kommen und unser Herz ausschütten würden, ich werde hier verstanden. Dass mein Sehnen, meine Sehnsucht wird hier verstanden oder mein Problem oder meine Sorge wird hier verstanden, Geschwister. Und das ist, und dass wir auf ein Verständnis, Mitleid stoßen würden. Und Geschwister, dieses Verlangen, diese Sehnsucht müssen wir haben. Dieses Verlangen, Sehnsucht nach der Gemeinschaft, diese Sehnsucht nach Gott, diese Sehnsucht nach Gebet, diese Sehnsucht, eine geistliche Unterhaltung untereinander zu haben, Geschwister, das müssen wir haben. Denken wir so ein bisschen nach, wie viel wir geistliche Unterhaltung haben, wenn wir so, ja, Gottesdienst vorbei. Oder wir uns treffen, Geschwister. Sind das die geistliche Art? Sind das die Gespräche, die Unterhaltungen, die uns näher zu Gott bringen? Oder wir reden nur von Alltag. Aber Geschwister, das sollte uns nicht verloren gehen. Wenn das uns verloren geht, Geschwister, dann sieht es nicht mehr so gut aus. Aber Jesus freut sich auf diese traute Gemeinschaft. Er sagt, er wartete auf diese Stunde. Und als die Stunde kam, setzte er sich. Jetzt kam die Stunde, wo er mit ihnen zusammen ist, gewesen ist. Und Geschwister, hier in dieser Gemeinschaft hat Jesus etwas gehabt, ihnen zu weitergeben. Wie interessant ist, wie wir so gedenken, immer wieder, wenn Jesus ja zusammen gewesen ist mit ihnen, er hat ihnen immer etwas dazu gegeben. Immer durften die etwas Neues lernen. Immer war das etwas, was sie dann sagen konnte, das ist jetzt uns auch klar geworden, ja. Das hat er uns auch gesagt. Und je näher er zu dieser Stunde die Zeit kam, als er gehen musste, hat Jesus ihnen so tiefere Wahrheiten offenbart und ihnen gezeigt, ja. Und Jesus wollte ihnen etwas offenbaren. Jesus wollte ihnen jetzt in dieser Stunde offenbaren,
wer Judas ist. Ob sie es so deutlich verstanden haben oder nicht. Aber er hat Judas ja offenbart. Jesus, aber was mich so immer so bewegt in dieser, er sagte, die fragen, wer ist, und er sagte, der mit mir mit der Hand in die Schüssel taucht, oder wir haben jetzt gelesen, die Hand des Verräters liegt auf dem Tisch mit mir. Ja? So praktisch hat Jesus das gezeigt. Aber er ist trotzdem mit ihm umgegangen, mit einer besonderen Jesu-Gesinnung, Jesu-Güte, Jesu-vergebendem Herzen. Wisst ihr, er hat nicht mit dem Finger einfach so gezeigt. Aber er sprach ja für den Judas. Er sprach ja für den einen, dass er hört, Judas wusste ja, dass es er gemeint ist. Er wusste ja, dass er das tun wird. Ja, das war schon längst bei ihm im Herzen so ein Plan. Irgendwie da an dem Meister kann man ja auch etwas noch verdienen. Und doch geht Jesus mit ihm mit Liebe um. Und Jesus führt dieses Passamahl anders ein. Ja? Er führte an diesem Passamahl ein Gedenkfeier. Ein Feier, welches zu einem Gedenken, zu einem Gedächtnis, oder wir sagen so wie ein Denkmal, dass es so wie ein Denkmal vor den Augen seiner Kinder immer stehen soll. An diesem Gedenkfeier sollte an ihn gedenkt werden, gedacht werden. Ja. Diese Feier, welches wir Abendmahl und Fußwaschen nennen, sollte ihm allein gewidmet sein, ihm, dem Lamm Gottes, ihm, der verstoßen wurde, ihm, der zerschlagen wurde, ihm, der die Dornenkrone aufgesetzt wurde und ihm, der wo auch an das Kreuz genagelt wurde, am lebendigen Leibe. Das ist noch viel größer, wenn man denkt, dass er überhaupt unschuldig gewesen ist, dass er nur ein Wohlwollen im Herzen hatte, dass er nur Gutes doch wollte den Menschen, dass er wollte, dass keine Seele auf der Erde verloren geht. Darum ist es groß. Und dass er hat gesagt, wisst ihr, ich will alle Schuld auf mich nehmen. Damals konnte jeder auf ihn mit dem Finger zeigen, er ist schuld. Das wollte Jesus. Wie seine Gesinnung da ausgeprägt ist, indem, dass er sagt, kann sein, was da gehen will auf der Erde. Menschen streiten, Menschen sind ungerecht und. Aber ich bin dem allen schuld. Ich will, dass ihnen geholfen wird. Und er ließ sich kreuzigen. Und dieses Feier, Abendmahl und Fußwaschen, die Verordnung des Herrn, diene zur Erinnerung, ist zu einer besonderen Andacht. Zu einer besonderen Andacht an ihn als das Lamm Gottes. Dieses Feier sollte ein bestimmtes Maß der Feierlichkeit, der, wie soll ich sagen, der Andacht oder das bestimmtes Maß der Wichtigkeit immer haben. Jesus sagte nicht, wie oft wir das tun sollen. Es ist uns nie gegeben. Es ist uns nur einmal in der Bibel beschrieben, ja, in der Bibel, als Jesus getan hat. Apostel Paulus schreibt das noch einmal, ja. Aber Geschwister, wichtig ist, ob das einmal im Monat ist oder zweimal oder dreimal im Jahr. Wichtig, Geschwister, ist, dass es ist, so wie es bei Jesus gewesen ist, eine Sehnsucht. Wichtig ist, dass das aus dem Herzensgrund, aus dem Seelenverlangen geht, dass ich das möchte, dass ich das wünsche, jetzt an Jesu Leiden und Sterben zu denken. Und Jesus sagte ja, solches tut zu meinem Gedächtnis, dass sein Opfer am Kreuz, sein bitterer Tod und Geschwister, was noch das so groß macht, ja, viele sind ja am Kreuz damals gestorben, Tausende und Tausende sind gestorben, aber dass dieser Tod am Kreuz eine Erlösung gebracht hatte für alle Menschen,
für andere Menschen, die die Erlösung suchen. Und Geschwister, und Jesus wollte, dass alle Umstände seines Lebens, auch das, was bis dahin geschehen ist, dass wir das immer denken und vor Augen haben und niemals vergessen werden. Es ist doch ein großer Wert, dass Jesus auf die Erde gekommen ist. Bald haben wir Weihnachten. Ja? Jetzt kommt so eine freudige Zeit, ja? Eine schöne Zeit. In einem Monat haben wir Weihnachten. Ja? Und viele Menschen freuen sich, Geschwister. Es ist ganz wichtig. Und es war schön, dass Jesus gekommen ist. Aber Geschwister, die noch größere Bedeutung und Wirkung hatte sein Opfer am Kreuz auf Golgatha. Wisst ihr, wenn das nie gewesen wäre, wären wir heute nicht hier. Wenn das nie gewesen wäre, Geschwister, hätte es keine Erlösung gegeben. Darum ist es so wichtig, Geschwister, dass wir die Bedeutung und den großen Wert des Abendmahls und Fußwaschung verstehen. Jesus sagte ja, wir haben gelesen in Johannes 13 zu ihnen, als er die Fußwaschung durchgeführt hatte. Und das so ist interessant beschrieben, dass er dann sich hingesetzt hatte. Ich lese mal das ja. Vers 12. Als er nun ihre Füße gewaschen hatte, nahm er seine Kleider, setzte sich wieder und sagte zu ihnen: Versteht ihr, was ich euch getan habe? Natürlich haben sie so die Handlung verstanden, was er getan hatte. Aber Jesus will fragen, wisst ihr, warum ich das getan habe? Welchen Sinn ist überhaupt, dass ich euch das getan habe? Er erklärt es, wir kommen noch dazu. Es geht um das Verständnis, warum wir dieses Gedenkfeier haben. Warum gedenken wir immer wieder an Jesus an diesem Tag? Warum, Geschwister? Und es sind schon fast 2000 Jahre vergangen, Geschwister. Aber was interessant ist, diese Tat Jesu am Kreuz, die ist immer gleich. Die wird nicht alt. Was interessant ist, ja, es sind so knapp 2000 Jahre, aber die wird nicht alt. Man kann nicht sagen, ja, das ist eine alte Tat, ein altes Geschehen. Vielleicht sagen es so Menschen, weiß ich nicht. Ich könnte das nicht so sagen. Aber Geschwister, für mich persönlich ist es immer gleich. Wenn ich das lese, die Geschichte Jesu, Kreuzigung, wie das alles gegangen ist, für mich ist es immer neu, immer gleich. Wisst ihr, das hat immer die gleiche Kraft, die gleiche Wirkung und die gleiche Bedeutung. Und das wollte Jesus, dass es in uns bleiben möchte. Und das Feiern des Abendmahls, es soll nicht eine Gewohnheit werden. Mag sein, dass damals das Passafest schon als Gewohnheit gewesen ist. Wisst ihr, mit den Jahren, mit den vielen hunderten Jahren, ist das sicher nicht mehr das gewesen, oder in dieser Stimmung gewesen, wie es damals beim Volk Israel gewesen ist, als sie das erlebt haben, ja, als sie erlebt haben, wie Gott sie errettet hatte, wie sie mussten die schwellenden Türen mit Blut bestreichen, dass dieser Würgeengel vorbeigeht, dass er doch da, dass da keinem ein Leid geschehen möge, da, wo das Blut gewesen ist. Für sie war das so wichtig, Geschwister, ja. Und das soll auch so bleiben, Geschwister. Dieses Blut Jesu, welches für uns vergossen ist, man kann das nicht oder braucht nicht an die Türschwelle zu streichen, aber in unseren Herzen soll das sichtbar sein, dass wir erlöst sind, dass Jesus uns durch sein Blut reingewaschen hat. Und auf Golgatha wurde sein Leib gebrochen. Auf Golgatha, Geschwister, floss Blut. Es floss für mich, es floss auch für dich. Es floss für jeden Menschen, der einmal gelebt hatte nach dem und leben wird, bis Jesus wiederkommt. Es floss Blut. Ist doch dieses, allein das Verständnis, die Erkenntnis, es war für mich. Es war für mich, damit ich nicht sterbe, den geistigen Tod. Es floss für mich, damit ich lebe, dass mit meiner Seele zum Leben kommt, wisst ihr, dass mit meiner Seele gereinigt werden kann und gewaschen werden kann. Und Jesus hat gelitten, ein Gerechter für die Ungerechten. Wir haben das am letzten Mittwoch
gelesen. Ich lese das auch nochmal im 1. Petrus, Kapitel 3. Also, als Petrus dort schreibt, schreibt von Christus, 1. Petrus 3, Vers 18, denn auch Christus hat einmal für die Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, um uns zu Gott zu führen, indem er getötet wurde am Leib, aber nach dem Geist lebendig gemacht ist. Und er sagt, Petrus sagt so, Christus hat einmal gelitten, er muss nicht zweimal gelitten. Geschwister, es gibt kein, sagt die Bibel, noch größeres Opfer, es gibt kein zweites Opfer für die Menschheit. Es wurde einmal gegeben. Und das einmalige Opfer eines Gerechten für die Ungerechten, es reicht aus für alle Menschen, wenn Menschen ihn suchen. Und das Ziel dieses Leidens war, sagt, um uns zu Gott zu führen. Um uns, normale Menschen, kleine Menschen, Gott ist so groß und allmächtig. Gott hat alles in seine Gotteshand. Gott hat alles geschaffen. Und stell dir vor, du als kleiner Mensch, ein einfacher Mensch, der vielleicht ganz wenig Wissen hat, ganz wenig Verständnis hat. Aber das eine kann er jedem geben. Die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Darum ist Christus gekommen. Und Jesus ist ja gekommen, uns alle zu retten und allen zu helfen. Apostel Paulus schreibt auch, kurz eingehen, im 1. Korinther schreibt er ja im Kapitel 11, sprach er dann auch über diese Handlung, über das Abendmahl, über das Feier und sagt so im Vers 26, denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn. Was heißt es, verkündet ihr den Tod des Herrn? So oft ich das tue, verkündige ich, dass ich Teil an ihm habe. Verkündige ich, dass ich auch durch seinen Tod gerettet worden bin. Ich verkündige, ich bezeuge des Geschwister, dass Gott hat mich erlöst durch seinen Sohn Jesus Christus. Durch seinen Tod bin ich seiner teilhaftig geworden. Wir lesen ja, als Jesus wollte Petrus die Füße waschen, sagt Petrus, Herr, wie kann das sein, du wirst mir die Füße waschen? Das war für Petrus fast unvorstellbar. Lieber er hätte ja das gemacht, aber Jesus sagt zu ihm, du verstehst jetzt nicht, Petrus, aber wenn ich das nicht tue, hast du keinen Teil an mir. Wisst ihr, diese Handlung, diese Fußwaschung, das zeugt auch und das Feiern des Abendmahls, überhaupt die Verordnung zeigt, dass wir Teil an ihm haben. Nicht, dass wir Teil haben wollen oder müssten oder irgendwie, aber dass ich das besitze. Das ist mein Leben. Jesus sagt, sonst hast du keinen Teil. Und Petrus, als er das gehört hatte, hat keinen Teil. Und Jesus sagte, Herr, dann nicht nur die Füße, wasche mir das Haupt und wasche mir meine Hände auch. Wisst ihr, er wollte ganz sein von Jesus. Er wollte Jesus für sich ganz haben. Geschwister, welch ein wunderbares Wort hier. Und so ist die Fußwaschung, Geschwister. Es ist, welches wir vorhin gelesen haben, Johannes 13, es ist ein Gebot. Als beim Abendmahl spricht Jesus nicht so wie gebotsmäßig. Und doch sagt er, solches tut. Ja. Aber in der Fußwaschung, Geschwister, sagt Jesus, selig seid ihr, wenn ihr das tut. Das bedeutet, selig seid ihr nicht, wenn ihr das nicht tun würdet. Ja. Wenn ihr das wissend unterlassen. Wenn jetzt Menschen vielleicht das nicht wissen, nicht verstanden haben, ist das eine. Aber Geschwister, ich lese mal das Wort und es ist so mir so, wie kann man das nicht verstehen? Und er sagt so, Vers 14, wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, dann sollt auch ihr einander die Füße waschen. Geschwister, hier ging es Jesus nicht um die Sauberkeit, und das geht es ja gar nicht, ja. So. Und er sagt, ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Vers 17, wenn ihr das tut, glückselig seid ihr, wenn ihr es
tut. Geschwister, warum ist das so wichtig gewesen? Scheinbar ist es eine einfache Sache, ja, einfache Sache, so eine äußerliche Sache, die scheinbar mit dem Inneren nichts zu tun hat, ja. Jesus hat, man kann sagen, naja, er hat sich irgendwie erniedrigt und demütigt und so. Geschwister, es hat mit dem Inneren zu tun. Es hat eine so feste Verbindung, die äußerliche Handlung mit meinem Herzen zu tun. Wisst ihr, es zeigt doch, dass Jesus bereit war, für seine Jünger jetzt alles zu tun, alles zu geben und wenn das auch sogar die Füße zu waschen ist. Geschwister, es ist ein Zeichen der Niedrigkeit, ein Zeichen, dass ich nicht besser bin als der andere, ein Zeichen sogar, dass der andere so gut für mich ist und so viel besser als ich, dass ich bin wert, nur ihm die Füße zu waschen. Es ist ein Zeichen, Geschwister, der geschwisterlicher Verbindung, der Einheit, das geschwisterliche Liebe untereinander. Geschwister, Jesus weiter dann gleich im Kapitel in Johannes 13 sagt er, ein neues Gebot gebe ich euch. Ein neues Gebot. Geschwister, heute in unserer Zeit sollte es denn den Kindern Gottes kein neues Gebot sein. Es soll das Gebot der Selbstverständlichkeit sein, dass wir einander lieben. Geschwister, Gott ist ja Liebe. Und wenn das uns schwinden wird, wenn das kleiner wird, diese Liebe zueinander, diese Begegnung in der Niedrigkeit und Demut, Geschwister, wenn das schwindet, dann ist alles. Dann gehen wir einfach verloren. Wir gehen einfach verloren, weil Gott ist ja Liebe. Und dann ist das nicht die Erfüllung des Gesetzes. Ein neues Gebot. Das ist Fußwaschen, Geschwister. Jesus hat nicht umsonst nach der Fußwaschung, hat er ihnen das noch erklärt und erklärt. Die Zeit reicht ja uns nicht aus. Aber ich glaube, wir wissen das und können zu Hause noch nachlesen. Die Bedeutung, welchen Wert es hat, diese einfache äußerliche Handlung, die wir aneinander tun. Das ist eine Begegnung. Wisst ihr, das ist das, was wir uns einander gern tun. Und das bedeutet viel. Das spricht von unserem Herzenszustand. Geschwister, natürlich, es ist so der Fall, dass es muss auch stimmen. Man kann ja Füße waschen, man kann ja sich fassen und sagen, dann mache ich das jetzt heute. Aber die Geschwister, das hat Apostel Paulus anders gesehen in 1. Korinther, dass das nicht als ein Muss oder dass ich es irgendwie mache. Ja? Geschwister, es ist das saubere Gewissen gegenüber dem anderen. Es ist wissen, die Herzlichkeit, das Wohlwollen gegenüber dem anderen. Und Apostel Paulus spricht hier, wer nun unwürdig dieses Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, also wer es lieber nicht tun sollte, so unwürdig, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe sich aber selbst. Und dann esse er und trinke. Geschwister, was sagt es uns? Ja, ich komme jetzt zum Schluss. Paulus sagt, es liegt an uns. Wir haben die Fähigkeit, sich zu prüfen. Kein Mensch kann zum anderen kommen und sagen, tue das nicht. Oder natürlich, wenn etwas Großes ist, man kann. Aber ich meine, aber tief hineinschauen kann kein Mensch in das Herz jedes anderen. Das kann ich selbst. Und er sagt, prüfe dich selbst. Und er sagt, er spricht von einem nicht unterscheidenden Leib. Wisst ihr, es ist einer gestorben für uns. Und der Apostel Paulus sagt, wie soll das die Bedeutung, den Wert dieses Todes, den Wert des Leibes Christi und den Wert des Blutes Christi nie herabsetzen. Dass der Wert der Preis ist so hoch, Geschwister. Darum geht es auch, dass man unterscheidet, das ist nicht einmal ein Mensch verstorben, es ist der Sohn Gottes verstorben. Der Sohn Gottes hat für mich und für dich das Leben gegeben. Und so sind die Verordnungen des Herrn so in Kürze natürlich. Und Jesus sagte, wenn ihr das tut, selig seid ihr. Selig seid ihr. Und das Blut Christi, Geschwister, welche Kraft, welche reinigende Kraft hat. Noch, ich lese mal, fällt mir jetzt ein, in Offenbarung Johannes ist uns die Kraft des Blutes Christi
beschrieben in Kapitel 7, Offenbarung Kapitel 7. Und das ist ja das, der bekannte Begebenheit, als Johannes durfte hineinschauen und er sah eine große Schar von Menschen mit in weißen Kleidern, mit Siegespalmen in den Händen und so weiter. Und dann Vers 13. Und einer der Ältesten fragte mich, wer sind diese, die mit den weißen Kleidern begleitet sind? Und woher sind sie gekommen? Er fragt Johannes, wer sind das? Was denkst du, Johannes? Wer sind das? Und ich sagte zu ihm, Herr, du weißt es. Und er sagte zu mir, das sind die, die aus der großen Trübsal gekommen sind. Und sie haben ihre Kleider gewaschen und haben sie weiß gemacht im Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und so weiter. Darum sind sie in der Herrlichkeit. Menschen, die vielleicht das nicht wissen, sagen, ja, Blut, es macht doch Flecken, ja. Es muss verstehen, es ist mit Blut gewaschen, es ist jetzt symbolisch gesprochen. Symbolisch gesprochen, Geschwister. Durch das, dass Jesus das Blut vergossen hat und willig gewesen ist, das dahin zu geben und sein Leib brechen lassen, sich kreuzigen lassen, durch das erst können wir gerettet werden. Durch das können wir erst die Sündevergebung bekommen und dann haben wir dieses, wisst ihr, dieses reine weiße Kleid des Herzens, der Seele. Wir bleiben äußerlich so, aber unser Herz ist dann neu. Apostel Paulus sagt, sieh, es ist alles neu geworden. Es ist neu geworden, es ist rein und es ist dann gewaschen. Ich habe den Anspruch genommen auf das Blut Christi. Ich habe das für sich in Anspruch genommen, damit er durch dieses Blut mich reinigen kann. Geschwister, das ist die Kraft des Blutes Christi. Und so der Herr möge auch dieses Wort segnen, Geschwister. Der Herr möge uns helfen, auch in der Durchführung, wie wir jetzt weitergehen mit der Fußwaschung. Amen.